This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi, Leute. Stell dir vor, du sitzt am Strand. Es ist ein wunderschöner Sonnenuntergang. Der Himmel verfärbt sich rot, orange, gelb. Das Meer rauscht. Göttlich. Du sitzt im Paradies. Und du denkst dir gerade, was bildet die sich überhaupt ein? Wieso soll ich schon wieder den Müll wegräumen? Deine Gedanken drehen sich um den Streit, den du gerade vor 2 Stunden, vor 3 Stunden mit deiner Freundin hattest. Manchmal auch vor 3 Tagen. Du sitzt also im Paradies. Die äußeren Umstände sind perfekt. Aber du schaffst es nicht, es zu erkennen. Weil das Glück aus dir herauskommt. Du bist die einzige Person, die verantwortlich ist für dein Glück und deine Gesundheit. Wie du die Welt wahrnimmst. Wenn du gerade dich in einem Streit befindest mit deinem Partner oder deiner Partnerin, können sich 2 Menschen das Leben zur Hölle machen. Und da ist es völlig egal, dass du im Paradies bist. Diese Umstände sind dann nebensächlich. Es spielt dann keine Rolle mehr. Es ist wie wenn du dem Fahrrad hockst und strauchelst, hast kein Gleichgewicht, dann schaust du gar nicht links und schaust du gar nicht rechts. Deine Gedanken und deine Aufmerksamkeit ist nur damit beschäftigt, die Balance zu bekommen, überhaupt nur deinen klaren Gedanken zu fassen. Du achtest dann nicht auf das schöne Meer, du achtest dann nicht auf den schönen Sonnentag. Und so sind viele zum Sklaven von ihrem Verstand geworden, zum Sklaven von ihren Gedanken. Und meine Hände zum Beispiel, die sind perfekt, wenn ich sie hier so ganz ruhig halte und die machen, was ich möchte. Meine Hände jetzt irgendwie durch die Gegend ständig fliegen und einfach nur sich bewegen, auch wenn ich das gerade gar nicht will. Dann sind meine Hände nicht sinnvoll. Dann bin ich der Sklave meiner Hände, der Sklave meines Verstandes. So ist es eben mit dem Denken und mit deinem Glück. Du bist der Sklave von deinem Denken geworden. Du nimmst jeden Gedanken ernst und hast deine Gedanken und deinen Verstand nicht unter Kontrolle. Es geht darum, dass du wieder die Kontrolle über deinen Verstand bekommst. Viele Leute denken vielleicht, wenn ich nichts denke, dann bin ich nichts. Wenn ich nicht denke, dann bin ich nicht klug. Ja, aber du solltest bestimmen, was und wann du denkst. Genauso wie meine Hände, auch wenn sie nichts machen. Wenn meine linke Hand jetzt völlig ruhig da liegt. Dann ist sie auch sinnvoll. Sie ist sinnvoll, wenn sie macht, was ich möchte. Genauso ist es mit dem Verstand. Bist du der Sklave deines Verstandes? Oder hast du es gelernt, wieder der Meister zu sein? Hast du es gelernt, wieder der Meister über deinen Verstand zu werden? Darum geht's. Macht's gut, Leute. Ciao.